Hier ist sie. Komm mal her, meine liebe Conny. Vorsichtig hier hoch. So. Danke schön. Bitte schön. Und jetzt habe ich die Ehre, dich erst mal in Ruhe vorzustellen. Das ist Frau Dr. Heide-Rezepa-Zabel. Hallo, freut mich sehr. Grüß Gott. Und das ist die Conny von Rebay. Sie wohnt im Fünfseenland, ne? Genau. Und das heißt genau nochmal? Wessling. Ist eine sehr schöne Ecke. Erzähl ein klein bisschen über dich, meine Liebe. Ich bin Rentnerin und ich habe so als Hobbys meine Enkelkinder. Und ja, sonst mache ich viel in Musik, gehe viel in Konzerte, klassische. Ich male, ich gehe sehr gerne in Kunstausstellungen. Jetzt erklär mir mal ganz kurz, weil mit der Kunst und Musik, eigentlich wird es weitergegeben von den Eltern, Großeltern. Ja. Wer bei euch in der Familie war so künstlerisch begabt? Also künstlerisch war meine Großtante Hilla, die war die Mitbegründerin des Guggenheim Museums in New York. Nein. Die hat Mr. Guggenheim beraten in allen Sachen, was Kunst anging. Und hat ihn darauf gebracht, die gegenstandslose Kunst zu sammeln, die sie auch selber gemalt hat. Das heißt, sie hat den Herrn Guggenheim kennengelernt, wahrscheinlich als ganz junge Frau schon. Ja, die kam mit knapp über 20 nach Amerika und ist dann in New York in die große Gesellschaft eingeführt worden. Und sie wusste schon aufzutreten und sie hat in Paris studieren dürfen, hat damals die ganzen tollen Künstler kennengelernt, wie Picasso oder vor allem Kandinsky. Die Bilder, die damals gemalt haben, die waren ja nichts wert damals. Und sie hatte halt Geld. Und dann hat sie halt immer gesagt, ach, du hast nichts zu essen, dann gib mir ein Bild, kriegst du Geld. Nein! Ja. Sag mal, jetzt sehe ich hier auf dem Foto, ja, könnte sein, dass das deine Tante ist. Großtante, ja. Großtante. Das ist die Schwester meines Großvaters. Ja. Mhm. Aber man sieht tatsächlich eine Ähnlichkeit. Ja, sagen viele Leute. Nein, also ist nicht gelogen, ne? Ja. So, und ich hätte jetzt beinahe, wenn nicht mein Blick zufälligerweise dieses Brett gestreift hätte, vergessen, warum wir uns hier zusammengefunden haben. Es geht wahrscheinlich dann um diesen Ring. Wo kommt der denn her? Ja, der ist von ihr. Er muss wesentlich älter sein, wurde mir schon oft gesagt. Sie hat ihn immer mal getragen, hat mir mein Vater erzählt und auch meine Tanten. Aber sie war wirklich eine Grande Dame. Jetzt würde ich gerne eine Zeitreise machen. Ja. Die Dame würde ich gerne mit dir gemeinsam noch mal richtig kennenlernen. Ja, jetzt lernen wir aber mal die Heide kennen. Ja, das ist ein außergewöhnlicher Ring. Und zwar aus einer gelb-goldenen Ringschiene. Und ich habe den Goldgehalt auch getestet, zumal es hier auch keinen Stempel gibt oder nicht mehr gab, weil nämlich hier auch eine Ringschieneneinlage eingesetzt wurde. Der Ring wurde offensichtlich häufiger getragen und dadurch stabilisiert. Er ist ein bisschen abgetragen in der Ringschiene. Also es ist 585er Gold, 14 karätig und auf der Schulter befindet sich eine kleine Lilie in dieser Form mit einer Diamantrose bestückt. Und der Ringkopf, rechteckig, ist hier noch belegt mit blauer Emaille und trägt zwei prächtige, mächtige Brillanten im Altschliff. Und so wie er gestaltet ist, habe ich ihn auch schon mal in der Art gesehen in Pforzheimer Warenkatalogen und würde seinem Typ nach ihn schon in die 1910er Jahre datieren. Mhm. Allerdings sieht man hier deutlich, dass die Diamanten, die hier eingesetzt wurden, mit den breiten Silberzargen, die wiederum gekniffen wurden, würde ich das in eine frühere Zeit datieren, also in das 19. Jahrhundert. Silberfassungen waren im 19. Jahrhundert der Standard im Grunde genommen für Diamanten, weil es war das einzige Metall, was man zur Verfügung hatte. Und wenn ich dieses Diamantenpaar betrachte und sehe, dass es eben in verschmolzenen Silberzargen steckt, dann denke ich mir, dass diese prominenten Steine vielleicht aus einem anderen Schmuckstück stammten. Mhm. Und so sind sie dann, wahrscheinlich in den 1910er Jahren, in diesen Ring gewandert. Darüber hinaus erkenne ich auch an der sogenannten Rondiste, an der äußeren Kontur dieses Brillanten, dass sie bei einem Stein relativ rund ist und bei dem anderen noch etwas unrund ist, aber schon ziemlich gerundet. Mit anderen Worten, die Steine müssen schon auf einer elektrisch betriebenen Rondiermaschine gedreht worden sein. Mhm. Das heißt, die Rohsteine sind ja eigentlich oktaedrisch, wie zwei Pyramiden aufeinandergesetzt. Und wenn man sie dann rund dreht, also in der Mitte den Gürtel, dann wird das elektrisch betrieben eben langsam rund. Das ist aber eine Neuheit, denn die alten Steine, die konnte man eben noch nicht so gut schleifen und die sind alle noch fast quadratisch, also wirklich eckig sozusagen. Hast du Beschädigungen gefunden? Beschädigungen an den Steinen tatsächlich. Ja. Es gibt eine kleine Ausschartung hier an einem Brillant. Und darüber hinaus fehlt hier auch eine Diamantrose auf der Schulter. Aber die lässt sich leicht ersetzen, sowas kann man nachschleifen. Aber wertentscheidend sind natürlich überhaupt die Brillanten, die Qualität, die Größen sicher. Der etwas kleinere oder leichtere Stein mit einem Gewicht von 2,1 Karat hat eine bessere Reinheit als der etwas größere mit einem Gewicht von 2,3 Karat. Und zwar hat der etwas kleinere eine Reinheit von VS, bedeutet kleine Einschlüsse, kaum sichtbare Einschlüsse, und der etwas größere durchaus schon Einschlüsse, die man gut unter der Tafel erkennt, sodass ich hier schon graduieren würde. SI2 bedeutet Small Inclusions, also leicht zu erkennende Einschlüsse. Wunderbar. Die Farbe hätte ich noch gerne. Genau, und die Farbe ist auch wertentscheidend, ein wichtiges Kriterium. Der rundere Stein ist etwas gelblicher, eine Nuance gegenüber dem etwas größeren, dickeren und etwas unrunderen Stein. Und das macht schon einen Wertunterschied von 25%, nur eine Nuance gelblicher. Echt? Ja. Gut. Insgesamt haben wir wie viel Karat? Das sind wir haben 4,4 Karat insgesamt. Ja. Das ist stattlich. Toll, wirklich. So, ich glaube, wir haben schon mal alle Fakten zusammengesammelt, aber einer fehlt jetzt, damit es auch richtig rund wird nachher, nämlich deinen Wunschpreis. Was möchtest du haben dafür? Ja, also 7.000 bis 10.000 Euro. Oh la la, ist dieser Wunsch zu erfüllen? Und zwar Gold, das ist nicht allzu viel, was hier auf die Waage kommt, ca. 230 Euro. Die sind schon mal sicher. Ja. Darüber hinaus würde ich den 2,1 Karäter auf 6.000 Euro taxieren. Wir kommen der Sache verdammt nah. Ja, und würde den zweiten Stein auf 8.000 taxieren. Die Geschichte, die ist interessant. Und von daher ist dir mein Schätzpreis 15.000 bis 16.000 Euro. Wunderbar. Dankeschön. Meine Liebe, jetzt wünsche ich dir eine großartige Verhandlung. 2 bezaubernde Händlerinnen, 4 bezaubernde Händler mit Geld und Ahnung. Wunderbar. Dankeschön, dass du hier bei uns warst. Da geht's rüber, meine Liebe. Dankeschön. Vorsichtig. Tschüss. Was für eine Schätzung. Constanzes Hochkaräter ist doch etwas mehr wert als gedacht. Der Händlerraum kann kommen. Also ich habe meine Freunde noch nicht gefragt, ne? Das steht noch aus. Also wenn ihr Interesse habt, eingeladen zu werden auf der Hochzeit. Das würde das Geschenk akzeptieren? Das würde ich dann weiterreichen. Sie hätte was davon und ja, klar. Das schauen wir uns an. Aber nun steht erst einmal Constanzes Ring im Fokus. Einige Karat schwer und in jeder Hinsicht hoch geschätzt. Auch von unseren Verhandlungsprofis. Tschüss. Hallo, die Dame. Also, wenn das kein antikes Liebesversprechen ist, dann weiß ich es nicht. Meine Großtante, der dieser Ring gehört hat, war die Hilla Rebay, die das Guggenheim-Museum mitgegründet hat. Ah. Oh. Und die Familiengeschichte geht nur da hinaus, dass sie uns als einzigstes einen Ring und einen Flügel vermacht hat. Der Rest ihrer ganzen tollen Bildersammlung, alles ist in Amerika verblieben. Nein. Ja. Wurden die zwei großen Steine vermessen? Haben die ungefähr 3,5, 3,7 Karat? Wie viel haben Sie denn? Nein, also der kleinere hat 2,1 und der größere 2,3, sind zusammen 4,4 Karat. Wow. Mhm. Na gut, dann werden wir versuchen, Ihnen das gute Stück abzukaufen. Ich starte bei 6.500. Mhm. 7.000. 7.500. Ich würde Ihnen 8.000 anbieten. 8,5. 9. 9,5. 10.000. 10,5. 11. 11,5. 12. 13.000. Hm. Darf ich noch mal bitte haben? Klar. Danke. Bitte. Das ist ein Feuerwerk. Ja, es ist ein Feuerwerk. Das ist unglaublich. Du bist bei 13? Mhm. Gehst du noch drüber, Julian? Hm. Nein. Glaube ich nicht. Was ist mit dir? Ich finde 13.000 ein sehr gutes Gebot. Was sagen Sie? Also die Expertise war zwischen 15.000 und 16.000 und ich hätte eigentlich gerne zwischen 14.000 und 15.000. Mhm. Hm. Ich würde noch 13,5 machen. 14? Nein. Nein? Aber ein bisschen Marge muss sein. Ja, natürlich. Verstehe. Wollen wir ein Geschäft machen mit 13,5? 13,5. Perfekt. Einwandfrei. Dann werde ich jetzt 4.000 € bar anzahlen und 9.500 € überweisen. Wäre das in Ordnung für Sie? Ja, natürlich. Perfekt. Ein perfekter Deal unter Damen. 2, 4, 6, 8.000. 2, 4, 6, 8, 2.000. 2, 4, 6, 8, 3.000. 2, 4, 6, 8, 4.000. Wunderbar. Okay. Nun gibt es mehr als den Wunschpreis. Wirklich gelungen. Vielen lieben Dank für dieses schöne Versprechen. Dankeschön. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Alles Gute. Ihnen auch. Und danke. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. So, wie komm her? Ich stecke hier den Ring an. Nein, du bist nicht der Richtige. Aha, du bist nicht der Richtige. Ich bin sehr zufrieden und ich bin sehr glücklich und fahre jetzt mit einem Haufen Geld nach Hause und kann meinen Kindern auch was ermöglichen und das ist sehr schön.